Ja, herzlich willkommen auf der Testlaser. Und ja, ich bin eben gerade fertig geworden mit meiner Schleifarbeit. Ja, wie ihr seht, habe ich den Schaft abgeschliffen. Und an den Stellen, also man hat gemerkt, der wurde schon mal bearbeitet. Das merkt man daran, dass sehr viel Holz vorher abgenommen worden ist. Und teilweise sieht man auch Spuren. Das kam jetzt alles zum Vorschein. Auch hier, dass hier grob geschliffen worden ist. Ich habe jetzt versucht, das so gut wie möglich zu machen. Ich bin mit 80er ganz vorsichtig ran. Habe auch versucht, hier alles zu machen. Habe mit 80er jetzt das Ganze grob abgeschliffen. Das war wirklich eine Sauerei. Und die Schleifblätter waren noch ziemlich schnell vollgesifft, weil das Öl halt da drin war in dem Schleifpapier. Dann habe ich 120er genommen. Schön der Phase entlängs natürlich. Sieht echt gut aus wieder. Innen drin natürlich nicht. Und unten auch nicht. Na, hier auf jeden Fall, aber hier innen drin nicht. Dann den Griff hier, der war auch voll. Dann habe ich so gut wie möglich versucht, hier zu machen. Da war noch alles original. Da hat er gar nichts gemacht. Das ging aber sehr schwer nur. Ist aber trotzdem, ja, so gut wie möglich habe ich es probiert. Genauso wie hier hinten. Ja, und dann habe ich mit 300er nochmal und dann nochmal mit 400er. Ich finde, es fühlt sich richtig gut an. Es ist richtig schön glatt. Also es fühlt sich wirklich traumhaft an. Und ich werde es jetzt mit dem Ostermeier Schaftöl einreiben und versiegeln. Und dann werde ich 2 Tage lang trocknen lassen. Ich werde das wohl nochmal angehen, die ganze Geschichte. Also ich werde da wohl nochmal rangehen. Man kann ja nach dem Schaftöl müsste man ja theoretisch Feinwolle 00 habe ich. Ich habe so mit so einem Typen geredet, der das so ein bisschen, der sich da so ein bisschen auskennt, was mit Holz angeht. Ich wollte eigentlich auch fragen, ob er das für mich macht. Aber ich dachte mir, ey, komm, bei dem alten Gewehr ist das nicht so wild. Und der hat mir dann so Tipps gegeben, wie zum Beispiel abschleifen, so wie ich es gemacht habe. Alle Rundungen schön. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel. Vorne habe ich auch diese Plakette abgemacht. Da sind leider noch die Nägellöcher. Ja, ich habe nicht zu viel Holz versucht abzunehmen. Und habe es dann so gemacht, wie er gesagt hat. Dann hat er gesagt, den Schaft einmal sauer machen. Dann mit dem Schaftöl einreiben. Schön. Dann trocknen lassen kurz. Und dann nochmal einreiben. Also nochmal einschmieren. Und dann 2 Tage lang trocknen lassen. Und dann könnte man mit Stahlwolle, wollte ich jetzt schon, jetzt bin ich komplett durcheinander. Stahlwolle war der Lauf, sorry, ich bin durcheinander gekommen. Mit Stahlwolle macht man die Brunierung mit dem Lauf zum Polieren. Das hat mit dem Schaft ja gar nichts zu tun. Und den Schaft dann nochmal ganz fein anschleifen und dann könnte man nochmal mit dem Schaftöl das machen, bis Hochglanz, ne? Könnte man das polieren. Ich werde es jetzt einmal einreiben, weil wir damit bald schießen wollen und dann werde ich die Pflege erstmal hier unterbrechen. Dann das Gewehr wieder zusammenbauen, weil ich muss ja auch noch die ganze Geschichte, was ich euch gezeigt habe, einbauen. Dann hatte ich hier diese Leiste unten rausgenommen und beim Rausnehmen der Leiste ist aufgefallen, dass die komplett unten verrostet war. Also die hat schon richtig Rost geschlagen. Das war richtig pilzartig hier. Ihr seht hier auch so Ausschläge. Also das hat richtig geblüht. Ich habe es jetzt mit Rostumwandler eingeschmiert und werde das auch nochmal abschleifen. Aber jetzt erstmal, damit es nicht weiter rostet. Erstmal so, die kommt da auch wieder rein. Die guckt jetzt ein Stück hervor. Das stört mich eigentlich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Es geht aber noch. Aber wurde halt schon Holz abgenommen, ne? Sieht man. Also nicht nur von mir, auch vom Vorbesitzer. Und ich habe schon vorher gemerkt, dass hier eine Kante ist. Aber durch mein Schleifen ist natürlich jetzt noch eine Kante mehr entstanden. Stört aber nicht beim Halten. Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Naja, die kommt auf jeden Fall auch wieder rein. Und wird aber auch nochmal bearbeitet von mir. Und wird nochmal alles geschliffen. Ganz fein. Und dann wird die bruniert, denke ich. Ne? Dann bruniere ich die einfach fertig. Ja, also das werde ich jetzt mal machen. Ich habe mir gedacht, ich kann euch ja mal mitnehmen fürs Einschmieren. Und zwar nehme ich da einen alten Lappen für. Und zwar ein altes Mikrofasertuch. Ich wische noch einmal kurz rüber. Habe ich zwar eben schon mal gemacht, aber naja. Und jetzt schmiere ich das einfach hier mit. Ich wollte eigentlich ein altes T-Shirt nehmen, aber habe ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht gefunden. Und da ich das nur so leicht dokumentieren will,
So, und ich mache das jetzt so, wie er es mir gesagt hat. Ein bisschen auf den Lappen und dann schön einschmieren. Oh ja, das riecht deutlich besser. Der Gestank ist übrigens auch weggegangen. Und wow. Ich muss sagen, das Schaftöl von Ostermayer riecht richtig schön. Riecht richtig schön. Ihr seht, wie ergiebig das ist. Das ist echt irre. Oh, das Ergebnis gefällt mir schon richtig gut. Das ist so die erste Schicht. Und die werde ich jetzt auch erstmal so lassen. Oh, das sieht richtig gut aus, ey, schon. Das gefällt mir wirklich schon gut. Sieht echt ordentlich aus. Vorher, ne? Ah ja, gut, vorher habt ihr ja gesehen im Unboxing. Wow, und der Duft. Das riecht tausendmal besser wie der Kram, der davor drauf war. Also deutlich besser. Und richtig gut. Gefällt mir mega gut. Wow. Ich muss mal kurz ein Bild machen. Das muss ich mal kurz ein paar Kollegen zeigen. Ja, mal eben kurz mitgeteilt. Ich mache jetzt hinten die Backe. Ich habe hier versucht, so gut wie es geht, mit dem Strich zu schleifen. Ist aber schwierig bei so engen Ecken, muss ich dazu sagen. Genauso wie hier hinten. Aber ich habe versucht, so mein Bestmögliches zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. War mir extrem wichtig, dass das gut wird. Ja, aber ich sehe hier schon. Na, geht. Man sieht natürlich, dass es nicht schön geworden ist und dass hier noch Handlungsbedarf ist. Das merkt ihr dann an so welchen Stellen hier. Das sieht jetzt nicht so toll aus, ne? Da muss ich nochmal ran. Aber sonst hinten die Backe. Ja, hier hinten geht auch, ja, da nicht. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal ran, weil er hat mir erzählt, wenn ich das einschmier mit dem Schaftöl und es tauchen so dunkle Stellen auf, dann muss man da nochmal, ran. Ne? Da muss man nochmal ran und nochmal nacharbeiten, damit es schön aussieht, ne? Und auch schön wirken tut. So, es ist jetzt eingerieben, erste Schicht. Ja, und ihr seht auch hier hinten, ist nicht gut geworden. Ist zwar weich, also ist wirklich weich geschliffen, aber da muss ich nochmal ran. Das heißt hier und hier ist nochmal Handlungsbedarf. Hier unten auch. Aber ist okay, sonst der Schaft selber gefällt mir. Hier ist noch so ein bisschen. Aber ansonsten, bis jetzt, muss ich sagen, sehr geil. Bin ich wirklich zufrieden. Dann machen wir weiter. Na, das ist zu viel. Wie gesagt, sehr ergiebig. Ich schmier mal kurz alles ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Fertig eingerieben. So sieht das ganz gute Stück jetzt aus. Ich habe auch mal den Handlauf mit eingerieben. So ist es jetzt geworden. Wie gesagt, da sind noch Stellen, die nachgearbeitet werden müssen. Aber ansonsten gefällt mir das Ergebnis extrem gut. Schönes Schaftöl. Also wirklich toll. Und das lasse ich jetzt einwirken. Und dann kommt noch eine zweite Schicht drauf. Und das lasse ich dann 2 Tage einwirken. Und dann versuche ich mit dem Tuch ein bisschen zu polieren. Mal gucken. Ne? Aber sonst muss ich sagen, gefällt mir so richtig gut. Ich würde es auch so lassen. Hochglanz muss es nicht unbedingt sein. Aber habe ich auch kein Problem, wenn doch. Ja, das ist das Ergebnis. Ich bin damit sehr zufrieden. Es stinkt nicht mehr. Ich habe diesen komischen, ekligen Geruch nicht mehr in der Nase. Das freut mich eigentlich am meisten. Dann wollte ich jetzt noch kurz was zu dem Schleifer sagen. Den haben wir hier. Damit habe ich die geraden Flächen gemacht. Also alle geraden Flächen, die ihr seht. Sprich, die Fläche habe ich gemacht. Hier oben drauf. Hier, hier ein bisschen. Hier und hier die flache Seite vom Schaft. Und hier die Seite. Die Rundung und so alles natürlich nicht, das sieht man ja. Dafür habe ich den ja benutzt und ich muss sagen, ich habe den jetzt sauber gemacht mit dem Pinsel. Der war voll mit Staub, aber was ich positiv anmerken muss, die Klebefläche hat keinen mitgekriegt oder eine Macke oder so, weil ich habe so Resonanzen gesehen, dass der nicht so gut sein soll. Hat alles super funktioniert, hier löst sich auch nichts. Ja, habe ich etwa circa so 1,5 Stunden mit geschliffen. Und funktioniert gut, muss ich sagen. Also tolles Gerät, auch der Behälter funktioniert so semi gut, aber es funktioniert. Und ja, positiv zu erwähnen. Und
noch positiv zu erwähnen, das benutzte Schleifpapier. Hier seht ihr nochmal, 320er war es, genau, 320er, 180er, 80er, genau, 80er, 180er, 320er und zu guter Letzt müsste das hier oben das 400er sein. Ne, das 280er, wo ist das 400er? Hier, ne, hä, wo ist jetzt das 400er, bin ich doof? Da ist das 400er, das war hier drunter. So, und hier ist das 400er. Und das 400er hat wirklich gut gearbeitet, muss ich sagen. Ich habe von dem 80er auch nicht viel genommen. Hier ist das 400er. Das hat echt super funktioniert. Also die Blätter haben einigermaßen lange gehalten, muss ich sagen. Auch mit Handschleifen hat gut funktioniert. Also ich habe ja die anderen Sachen hier, die ganzen Sachen, die noch so ein bisschen dunkel sind, habe ich ja per Hand gemacht alle. Und die Rundungen habe ich alle mit Hand gemacht. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das Papier hat gut gehalten und war auch nicht zu schnell zu. Also ja, so viel habe ich nicht verschwendet. Ich kann ja mal gucken, von den 80ern habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Drei Stück habe ich verschwendet von den 80er. Von dem 400er habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. Da müsste ich auch noch mehr haben. Habe ich, glaube ich, nur 2 verschwendet. Von dem 180er auch nur 2, von den 320er auch nur 2 und ja, das hat eigentlich ganz gut gereicht so. Ne? Also es war eigentlich viel zu viel, aber jetzt hat man es im Haus, kann man immer wieder benutzen, ist okay. Ne? Eine Empfehlung auf jeden Fall wert, war nicht teuer, der Batzen hier, war echt günstig und deswegen von mir auf jeden Fall eine Empfehlung zu der Maschine für das Geld, definitiv. Ich würde auch 50 Euro bezahlen, muss ich sagen, weil funktioniert gut. Ne? Der Knopf ist so ein bisschen blöde gemacht, aber geschützt vor Staub. Ja, ansonsten eigentlich ganz gut gearbeitet, muss ich sagen. Und es hat auch nicht so viele Vibrationen an der Hand gegeben. Es war eigentlich okay, habe ich gut mitgearbeitet. Ja, die Stange habe ich übrigens damit auch noch bearbeitet und geschliffen. Bevor ich es, also abgeschliffen von Rost. Und das hat auch gut funktioniert. Ja, das war's. Kurzer Einschnitt und vielleicht schneide ich nochmal rein, wenn das Gewehr wieder zusammengebaut ist. Wegen der Wartung und so alles, das mache ich für mich, weil das von der Kamera zu drehen, wenn ich es noch nie gemacht habe, will ich nicht. Okay, danke. Das war's. Erste Update zur Feinwerkbau 300S. Bis zum nächsten Video. Euer Testlaser. Tschüss.